Hallo liebe Leute, ja, willkommen zurück zu Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ja, wir haben das letzte Mal ja gesagt, wir müssen eine ganze Kopfgeldkolonie auf einmal machen. Jetzt habe ich genug Zeit. Ich habe eine neue Maus, also wenn ich mal daneben klicke oder sonst irgendwas, es liegt an meiner neuen Maus, ich habe sie noch nicht angepasst und das Gefühl ist überhaupt ganz anders, also es ist fast schon ein zu leichtes Gefühl. Ja, es ist richtig cool. Durchgehend cool. Die Vorfahren sind mehr Holz. So, wir müssen auch natürlich die die Schlüsselwächter besiegen. Und die Kopfgelder machen. So. Bitte nicht. Bitte nicht. Ist so böse. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist immer noch ein bisschen zu hoch. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, kann man nichts machen, aber er. Ah doch, er hat eins. Gut, eins haben wir schon mal. Es ist dazu ein niedriger Ding. Sag schon. Zu niedriger Schwierigkeitsgrad für gutes hochprozentige Chance. Haben wir erst eins und drei schon besiegt. Das sind 4, nein, 3, 1 war noch vorher. Also dort oben links, ganz oben links. Aha. Da mal. Ich habe den gar nicht gesehen. Gut. Also die höchste Schwierigkeitsgrad ist wahrscheinlich das Event, also das Achievement mit dem Töte 360 Gegner an einem Schrein oder Kiste. Und das ist ja alleine wahrscheinlich fast nicht machbar mit dem Barbar. Und deshalb suche ich jetzt einfach mal ein paar Leute, die mir das machen können. Wenn ich keinen finde, natürlich, ja, ist es auch nicht so schlimm, aber ich würde wirklich zufrieden sein, wenn ich das dann machen könnte, dann, gell? Das wird ja schon bald so sein. Kommt jetzt hier hin, müsste in dem dort hinten sein. Genau, schön besiegen, nur den, prima. Ja, das haben wir, das Kopfgeld, prima. Noch alle Gegner hier töten, sonst tun sie uns ablenken. Und jetzt gehen wir weiter. Ja, genau das wollte ich nicht. Hallo. Diese Scheiße. Also das sind einige der nervigsten Gegner, weil sie natürlich immer wieder müssen schießen und auch treffen. Also die werden sowas von gut vom Spiel voraus geschickt, dass sie genau wissen, wo sie hinschießen müssen und so weiter. Schon ein bisschen nervig. Ah ja, das liebe ich. Ich will noch schauen, ob irgendwo eine Gruft ist. Nein, es ist keine Gruft irgendwo. Sonst können wir nämlich in die Hölle. Der Entwickler. So, ja. Tötet Jolham Koifi. Ah, Koifi, ne? Ja, ich habe keine Chance. Ne? Ja, oben müssen wir auch noch hin. Also ich werde sicher mal ein Ödlande-Baba machen. Sicher mal ein Pet-Baba. Aber eventuell soll ich zuerst Pet-Baba machen, weil ich... Ja, das einfach ein Anfängergebet ist und nicht so viel Equip braucht. Der Ödland braucht halt schon zwei... ja, jetzt weiß ich nicht, wie die heißen, die wo schneller Wirbelwind bringen. Braucht schon. Das sind alle Pets halt einfach ein bisschen schwer zu beschaffen und die Items halt auch, die sie dringend benötigen. Und deshalb mache ich lieber Pet-Baba. Und ja. Schau mal hier. Sehr schön.
Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ja, gehen wir unten links bis oben rechts. Hier müssen wir, tötet Hannes. Ah, das ist oben. Das ist ein neuer, der kenne ich nämlich noch nicht. Also, noch nicht so gut. Wir könnten hier noch das Bein holen, wenn es auch hier ist. Nein, es ist nicht hier. Dafür geht der Tisch flöten. Er wird zu Sargmehl verarbeitet. Und jetzt müssen wir hier hoch. Ja. Statuen kaputt machen, genau. Okay. Muss mich angewöhnen, nicht das, nicht den Trank zu haben, weil Path of Exile ja die Q bis T-Tasten haben, sondern die 1, 2, 3 Tasten gedrückt lassen. Also die 1 und 2 habe ich jetzt gedrückt, weil es bequemer ist. So, jetzt gehen wir noch zu der Frau vom Leoric. Die hat nämlich noch ein Schädel oder so etwas. Mein Name ist Lapdana und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leorics Armee. Irgendwo hier haben wir noch ein Buch, wo wir sehen können, wo das Z-Portal ist. Ist jetzt nicht ein bisschen zu laut, hä? Gern nicht so laut haben. Weil ich sonst nicht höre, was ich selber rede. So. Ist zu laut. Solange als ich das alte Headset noch habe, ist es leider nun mal so, dass wir da, dass ich es lauter habe, als ihr es hört. Ja. So, jetzt müssen wir hier hoch. Da ist sie schon. Ich werde warten. So gut, hä? So gut. Also, ja, wo ist die Frau? Da ist sie. Die macht jetzt hier nichts. Aber man kann... Ah, jetzt kommt sie hier. Hier kommt sie hier. So, jetzt gehen wir hier durch. Ja, das ist das Schild von Leoric. Ah, lacht an uns. Das Sturmschild, also... Das war, was ein Unique war in Diablo 2. Ist auch hier. Aber ich hab's ja schon, also... Deshalb... Ich hab's nur gezeigt. Gut. Also, man kann sie wieder rausschmeißen natürlich. Das ist nur eine Transmogrifikation. Und sonst, wir haben hier noch. Und hier noch. Ja, das können wir wechseln dann, hä? Da wollen wir es jetzt schon mitnehmen. Wir brauchen den Schaden vom Amulett. Vom Edelstein. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Oh, die Armen. Aber irgendwie waren auch alle dumm. Meine Hiebe vernichten euch. Also ich weiß ja nicht. Mit Krieg lernt man doch. Dass sie nicht schon langsam, wenn sie schon immer Krieg haben, nicht schon mal gedacht haben, dass sie einfach mal aufhören sollen, immer jedem zu folgen. Wenn schon der Krieg, also wenn schon das Böse herum ist, herumfleucht, dann kann doch das nicht sein, dass die dann allen grundlos folgen. Ich weiß es nicht. Brutal. 45. Also wir müssen ein bisschen spurten. Ich kann nicht so lange aufnehmen.
Ich werde jetzt mehrere Folgen nach wegen dem Ding machen, gell? Ach, wegen, weil ich ja das brauche für diese Scheißquest. Eigentlich alle 5 Akte ist doch viel zu lang. Was hat denn eigentlich Blizzard geraucht? Aber eben, wir müssen es machen, sonst bekommen wir das andere Set-Teil nicht. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 5. Oder haben wir nicht 5? Ach, komm. Ist mir egal jetzt gerade. Jetzt will ich hier nur ein bisschen kloppen und nicht denken. Boah, knapp. Es wird nichts. Wir haben einfach zu hohen Schwierigkeitsgrad. Das war der Hauptgrund. Und zu wenig Gegner. Die Gegner kommen zu wenig schnell. Das ist auch ein Problem bei dieser Kiste, die wir machen müssen. Um irgendwie 400 Gegner zu töten. Die Gegner kommen zu wenig schnell heraus. Man kann die Gegner nicht töten so schnell, weil sie nicht rauskommen. Und da muss Blizzard unbedingt was noch ändern. Aber was macht Blizzard schon? Eben, das ist das größte Problem. Blizzard macht nichts. Die sollen endlich ein MMORPG rausbringen, das auch ein bisschen spannend ist und nicht nur gegrindet ist. Und dann bin ich glücklich. Habt ihr schon Angst? Ja, kam zu nicht durch die Tür. So. Oh, ein guter Goblin. Danke. Ach, schön. Ja, ein Kopfschutz. Sehr prima. Noch nicht bereit. Prima, prima. Ein übler. Akan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten so. Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakarom, wie ihn kein Paladin je erhalten hat. Der wird natürlich schnell tot sein wegen meinen Goblins. Kobolde. Aber er macht Schaden, also auf hohen Schwierigkeitsgraden macht er schon unglaublichen Schaden, aber ja, wir sind auch noch nicht gut defensiv. Hat jetzt getroffen. Trotzdem noch getroffen. So. Die Dinge, die wir wie immer am Schluss einsammeln, die Reliquien. Und gehen jetzt nach... Aber wir müssen's. Nein, wir müssen's nicht, gell? Ach komm, machen wir's. Das können wir dann später machen, wenn wir auch eventuell noch ein paar Mitspieler haben. Aber ich will eigentlich so gut werden, will ich natürlich eher alleine machen, bis ich ganz oben bin. Also jetzt tun wir alles in die Kiste, was wir da ausrüsten wollen. Oder zum Beispiel dem Tempel noch geben wollen. Ja. Schade, aber mehr gibt's nicht. Die Gelben sind einfach zu schwach geworden. So. Ja, wie eben auch beschrieben. Viele Pläne, aber wahrscheinlich noch zu wenige für den Dingschmied. Schüler der Verwandt. Kosmische Strang kenne ich. Geheiligte Verteidigung kenne ich ja. Echt gut. Die anderen kenne ich natürlich nicht so gut. Ich bin ja nicht so ein durchgehender Diablo-Zocker. Aber ich finde es ja als immer noch ein gutes Spiel, also die Kritik ist meistens eben von Suchtis oder von Leuten, die einfach
ein anderes Spiel lieber mögen und dann die Kritik raushauen und so weiter. Also das brauchen wir unbedingt. Ja. Am unbedingtsten brauchen wir einen Ring, können wir aber nicht so gut enchanten. Ja, die Schuhe. Das ist doch Ding. Kann ich es zurückhaben? Ja, uralt! 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 Jetzt müssen wir nur noch eins, also doch noch eins nehmen. Eins, zwei, drei, vier, ja. Fünf. Und das sechste müssen wir noch haben. Das sechste ist die zweihändige Waffe, also müssen wir zweihändige Waffe. Kommt bald wieder. Ah, da ist noch eine das gute. Ist zu teuer. Nicht so gut. Die Entscheidung. Erhöhten Schaden von wütender Ansturm um 231%. Euer Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Wahnsinn. Also gut. Jetzt müssen wir den umändern. Und den mal identifizieren. Schön, dass wir Edlande auch haben. Was haben wir jetzt alles noch nicht so als sonst? Ja gut. Also das muss ich ändern aufgrund... Nein. Auf kritische Treffer. Ich kann sonst nichts ändern. Ach komm, Widerstand. Widerstand ist zu wichtig. Muss ich wirklich den blanken Schaden ändern? Komm, ich bin sowieso recht. Ding. Gut im Spielen, ich muss nicht so Ding sein. Ein bisschen Defensive macht halt auch noch nicht den rettenden Sprung. Wie dumm, hey. Jetzt kommt wieder kein. Also jetzt. Und jetzt noch die Schuhe. Hä? Die Schuhe muss ich haben, hä? Umändern. Kann ich? Kann ich hier keine Sockel machen? Auf Wirbelwind. Ja, aber bessere Wirbelwind. Toll, weißt du? Haben wir nichts. Hast du hier... Mal kurz gucken. Mal gucken, was der bekommt. Ja, ich nehme ihn defensiv. Hä? So. Weil er braucht Defensive, sonst stirbt er, solange wir das Amulett... das Ding nicht haben. Eine gute Wahl. So, und du kommst hier hin, bevor ich dich noch vergesse. Gut. Ja, mehr auch nicht. Ja, toll. Du musst zerstören. Ja, es nervt schon ein bisschen. Wenn da nichts zerstört wird, weil es irgendwie einen Sockel hat oder sonst irgendwas hat. Also oben links bis unten rechts. Ja. Ach, wie schön, dass wir da noch ein Ding gefunden haben. Jetzt ist es nicht so dringend. Also wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Die Season Rise, aber ist ja nicht so wichtig. So. Ich tue jetzt einfach ein bisschen sporten. Nicht alles besiegen. So haben wir 20 Minuten.
noch ein bisschen zur Verfügung in diesem Part, dann muss ich halt wechseln. Okay. Ja. Diese Gruft hat mich schon immer gestört. Ein Ring, hä? Ah, jetzt sind wir schon in der oben. Jetzt muss ich alle Gegner töten hier. Stimmt ja. Ah, ich bin manchmal einfach zu schnell. Viel zu schnell, als ich denken kann. Schneller als der Schatten. Na ihr, da seid ihr. Ah, ich hab alle. Gut. Der nächste. Was, der Barbar? Muss ich töten. Der Barbar irgendwas. Des Folianten. Hoppla, sorry. Und du baust dich jedes Mal neu auf. Oh ja. Weil ich sowieso so viel Abklingzeitreduzierung habe. Durch die Mäume beim Neu. Weil die ersten sind, also die ersten Leute brauchen nicht lange, bis sie da sind. Das müssen wir schon dann aktivieren. Weil genug denken will ich nicht. Ich bin ja einer, der relativ schnell alles denkt, aber in Game möchte ich, in den Games möchte ich nicht allzu schnell viel denken. Ich ruhe mich ja auch aus in den Games. Also ja, ich tue mich regenerieren. Im Sport brauche ich meine Gedanken. Und nicht beim Let's Play. Deshalb habe ich auch manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Reden. Aber Spukgeschichten. Jetzt möchte ich kurz mal schauen, was das war. Die erzählen nichts, was das für ein Achievement ist. Spukgeschichten. Trifft die folgenden Geister. Cool. Haben wir das auch schon geschafft. Hm? Der Archivar, ja. Der Archivar. Okay, dann habe ich das auch endlich mal geschafft, weil ich schaue nie auf die Achievements. Ich bekomme sie einfach. Immer bekomme ich sie einfach. Weil ich gehe nicht den Achievements nach. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier rüber. Hm? Unten habe ich die Quest noch nie bekommen. Und man sieht da nichts. Es ist doch unten. Oh. Ah, vielleicht ist das eine Einzelquest. Nein, das ist die Quest mit den 5 Stationen. Komisch. So findet man was Neues. Hä? Ach, der Helm, das sieht so cool aus. Ja, die Stiefel auch. Es war nicht so mein Geschmack, dieser Helm, aber es sieht cool aus. Der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten, denn seine Macht... Ja, es ist eine andere Quest, 100 Pro. Dann habe ich das falsch im Kopf. Ah, das ist die. Totenbeschwer, du kommst bald raus, hä? Geht noch aber ein halbes Jahr. Also sogar drei Viertel, ja. Ja, halt die Schnauze und lauf. Noch nicht bereit. Danke. Noch eine Quest erledigt. Geht schneller, als ich dachte. Also ja, wir haben jetzt zwar einen hohen Schwierigkeitsgrad, aber töten halt dann auch recht schnell.
weil ich sie auch so wollte. Ich will eine Glasscannon sein. Ich will nicht, ja, nicht denken und so. Ich will Glasscannon sein. Und deshalb habe ich jetzt das Attribut geändert. Ich brauche nicht noch mehr Schutz. Ich will ja Heiltränke saufen. Aber die Leute meinen immer, sie dürfen ja nie im Diablo-Leben einen Heiltrank saufen. Ja, ja. Ich mag Sucht ist überhaupt nicht. Also, ja, ich mag sie schon. Je nachdem. Aber wenn sie dann anfangen, ja, das Spiel schlecht zu reden und so weiter, dann ist es klar. Aber das Lustigste wirklich, ich war in Minecraft-Forum und habe ein bisschen das Spiel schlecht geredet, weil Minecraft langsam nur noch Kacke entwickelt, oder? Also, naja, beziehungsweise, ja, Microsoft. Und, dann habe ich einfach mal so ein bisschen beschrieben, was das neueste Patch so schlecht macht. Das ist überhaupt keine Fankritik oder sonst irgendwas, also schlechte Ding. Und dann meinen alle, sie müssen den anderen helfen, mich irgendwie runterzumachen oder sonst irgendwas. Und da jemand Lust hat, mal kurz irgendwas zu reden, es ist im deutschen Minecraft-Forum, also nicht im offiziellen, oben in allgemein. Also es ist wirklich so nervig. Die wollen unbedingt, dass, ja, Microsoft natürlich ein Schutzgerät und alles mögliche. Ich habe nur eine Liste gemacht, was alles negativ ist. Und schon meinen sie, ja, es ist beinharte Kritik und ja, ich würde nur das Spiel schlecht reden und so weiter. Völliger Quatsch. Aber eben, ich wusste, dass ich das erfahren werde. Ich wusste es, dass es kommt. Ich wollte nur die Spieler wirklich mal ein bisschen umstimmen. Nicht immer ein Fan zu sein. Aber eben, die Menschen werden wie im Fußball problematisch. Kommt ein anderer, der nicht der gleichen Meinung ist, wird geflamed, es wird geflamed, es wird geflamed und so weiter. So, ich mache jetzt eine Unterbrechung. Also im nächsten Part geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.